Willkommen beim Einpark vom Euro Truck Simulator Nummer 2. Wir stehen hier in Osnabrück auf dem Gelände von Transinet mit unserem Scania. Ich stelle auch schnell meinen Timer ein, den habe ich nämlich vergessen. So, jetzt kann ich starten. Motor an, Navigationsgerät an. Nächste Pause in 7 Stunden. Wir können gleich einen Auftrag annehmen. Perfekt! Gar nicht lange warten, gleich starten. So, und ich hoffe, das Spiel läuft gut. Ich will keine Hilfe. Denn ich habe gerade im Hintergrund noch einen Upload-Start laufen. Nach Cambridge will ich nicht. Ich will auch nicht nach Manchester oder Calais. Mein Gott! Berlin! Wollen wir nach Berlin? Leute, wir fahren nach Berlin. Ist zwar nicht so viel Geld, aber ist mir auch egal. Wir fahren nach Berlin. Schaffe ich vielleicht mal ein bisschen mehr in der Episode, mal wie, als einfach nur blöd rumfahren. Wie in den letzten beiden. Und ja, der Upload sollte eigentlich schon längst durch sein. Extra so schön über Mittag dachte ich mir, ach, kann er laufen, kann er schaffen. Ja, denkst du so. YouTube spinnt mal wieder total rum und braucht mittlerweile schon über eine Stunde. Weit über eine Stunde. Und naja, es ist YouTube. Für einen Upload, der nicht mal eine halbe Stunde dauern dürfte. Aber ist egal. Ich lasse das jetzt einfach schön im Hintergrund laufen. Sollte ja nicht zu sehr stören. Wenn nicht, setze ich kurz die Priorität von meinem Internetbrowser runter, dann passt das auch. Alles jetzt läuft schön flüssig. Also komplett auf unsere Fahrt nach Berlin konzentrieren. Schön die Kurve genommen. Können auch mal wieder ins Cockpit gehen. Vielleicht mal richtig Licht anmachen. Das habe ich ein bisschen abgedimmt für das anfängliche Bild. Hoppala. Nicht zu schnell. Ja, das ist ein Problem. Ich wollte gerade über das reden, was ich jetzt gemacht habe. Was ihr heute auch noch sehen werdet. Vor der Episode bestimmt schon. Auf jeden Fall davor, denn ist ja gleich hochgeladen. Wenn YouTube sich mal ein bisschen beeilt. Also spoilern wäre schlecht. Aber möglich. Ich lasse es einfach mal. Ich rede jetzt über was anderes. Richtung Hannover. Über die Landstraße. Ja, toll. Freue ich mich richtig. Ich hoffe, um 4 Uhr ist ja noch nicht so viel los. Denn wir haben schon einen LKW vor uns. Osnabrück, Berlin. Landstraße. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? Gute 400 Kilometer sind das aber trotzdem. Ich hab gar nicht gedacht, dass es so weit ist. Kommt keiner. Perfekt! Nicht, dass man gerade sehr viel sieht, aber da kommt keiner. Vielleicht ist meine Brille auch einfach nur zu dreckig, dass ich nicht sehe. Das kann gut sein, ich habe die heute noch nicht geputzt. Das kann ich jetzt noch nicht machen, nebenbei einfach mal. Muss ich gerade mal mit leben, für die 30 Minuten. Oh Gott, das wird knapp, das wird sehr knapp. Perfekt! Auch wenn wir den jetzt hinter uns total geschnitten haben, aber ist egal. Wir sind vor uns ein bisschen ausgebremst. Wir sind ohne Schaden durchgekommen und das reicht mir. Das reicht völlig. Mehr will ich gar nicht. Und es geht auf die Autobahn. Ach, schön. Ich mag blaue Schilder. Ah, Gott. 70.909 Euro. Wir wollten so ein bisschen über 100 brauchen wir, um ganz einfach einen Truck kaufen zu können. Ich will meinen Leuten auch nicht so einen Billig-Truck hinsetzen.
Ich bin mir sicher, das ist auch nicht so gut für die Produktivität, wenn die das Billigste vom Billigsten kriegen. Da sinkt die Arbeitsmoral. Wenn der Chef hier mit so einem Ding fährt und man selbst fährt mit dem 100.000-Euro-Truck. Und meiner ist weit über 200.000 wert. Also der ist bestimmt über 200.000 wert. Ach, komm, allein wegen dem Design. Also vom Aussehen her und der Paintjob so kostet der auch über 20.000, also glaube ich, gekostet. Viel zu teuer das Ding eigentlich. So eine einfache Lackierung. Aber sie ist gut geworden. Das könnte ich in jedem Part sagen, weil sie mir immer noch total gut gefällt. Wenn ich irgendwann genug von der habe, mache ich eben eine andere gute. Ist ja nicht so, dass ich jetzt so nur eine gute hinkriege. Ich musste mich ja schon verdammt entscheiden, welches ich nehme. Welches ich nehme. So, ein bisschen langsamer reden. Bisschen. Puh, durchatmen. Bisschen. Ein bisschen Ruhe reinbringen. Ein bisschen Ruhe muss sein. Er ist ziemlich ruhig auch auf der Straße, hier ist nicht viel los. Wer soll schon hier auf der Autobahn rumfahren? Wenn nicht so ein paar blöde Twacker, die irgendwo hin müssen. Von Postbett müsste der sein. Jetzt kommt natürlich einer von hinten. Also wieder logisch. Warum auch nicht? Postbad. Ich finde, sehr schöner Trailer. So mit den Wolken, ein bisschen Grün davor. Auch ein Scania. Oder, falsche Seite. Invertiert denken. Schaffe ich meistens nicht. Auch beim Einparken hier. Manchmal bin ich den doch irgendwie falsch. Wieso auch immer. Eigentlich ist es ja ganz logisch. Einfach nur andersrum denken. Aber das sagt sich auch nur so einfach. Denn es ist verdammt schwer. Vor allem mit dem Sitzposition-Mod sieht man in den Spiegeln auch nicht so gut was. Dafür sieht man so mehr. Es hat ja eine bessere Übersicht. Also man sieht nichts in den Spiegeln. Ich kann das auf dem Display nicht so gut lesen. Dafür habe ich viel mehr Übersicht. Da kann ich auch so einparken. Oder so. Also nicht mit dem auf den Boden gucken, sondern mehr so gerade. Ist mir bloß geradezu unsicher, das zu tun. Ihr kennt mich ja. Ich fahre gerne überall gegen, wenn ich nicht geradeaus gucke. Oh nee. Regen. Regen. Wieso? Wieso? Warum gerade jetzt? Na, war gerade dämlich, hier rüber zu fahren. Dann muss ich sowieso gleich wieder. Na, ne, egal. Heute der Tag vor Silvester. Unglaublich, oder? Das Jahr ist schon wieder vorbei. Das ist schon eine Sache. Also, es vergeht schnell. Muss man ja mal so sagen. Zu schnell. Und ich glaube, ich habe mal auch keine Lust, was aufzunehmen. Also muss ich heute zwei Folgen aufnehmen. Genial. Also, für mich mehr Arbeit, für euch eigentlich sowas von egal. Also vergesst es einfach wieder, ist für euch nicht wichtig. Jetzt habe ich nur irgendwelche störenden Nebengeräusche. Egal zu welcher Uhrzeit ich aufnehmen würde. Wenn ich das nicht gerade morgens machen würde, so. Was weiß ich. Vormittags. Aber da schlafe ich noch.
sehr schlecht mit aufnehmen. Sehr schlecht. Da habe ich noch keine Lust aufzunehmen. Auch wenn ich wach bin. Ist aber auch, glaube ich, verständlich, oder? Ha. 200 Kilometer noch. Um 10.10 Uhr sollen wir ankommen. 10.09 Uhr. 10.10 Uhr. 10.09 Uhr. Entscheide dich. 10.09 Uhr. 8. 9. 8. Okay, das geht noch ein bisschen runter, weil wir eigentlich schneller fahren, als wir eigentlich logischerweise dürften, weil ich glaube, diese Berechnung gilt für 80 km/h und wir fahren ja gerade 90. Vielleicht geht die auch für 85 oder so. Müsste man mal in irgendeinem Forum lesen oder so. Aber dafür bin ich zu faul. Ich finde es bloß schade, dass es in jedem Part regnet, obwohl die Regenwahrscheinlichkeit eigentlich ziemlich gering ist, wie ich die eingestellt habe. Wenn ich sehe, wie weit man da noch hochgehen kann, wenn man ganz hinten ist, regnet es bestimmt nur noch. Und einmal in 10 Jahren scheint die Sonne. Einmal in der Woche. Eigentlich ist es gerade eine Scheißfahrt. Wir fahren einfach nur durch den Regen geradeaus über die Autobahn. Und ich habe kein nichts, über das ich reden kann. Ja, soll man heute auch reden? Einkommen! 2101 Euro. Sabrina, da geht aber ein bisschen mehr. Das hast du mir schon gezeigt. Also, versuch's bitte umzusetzen. Wir haben das doch geübt. Nutze deine Vorteile und handle einen höheren Preis aus. Das ist bei Richard ein bisschen schwieriger. Der muss das bei der Sekretärin versuchen. Da hat Sabrina ein leichteres Spiel beim Chef, sich einen kleinen Bonus zu verschaffen. Nicht bei mir, sondern bei dem Chef, bei dem sie sich die Fracht holt. Wo geht's hier rum? Magdeburg. Da waren wir auch schon. Cool. Können ja eigentlich nicht mehr viele Städte fehlen. Aber ich glaube, da sind immer noch eine ganze Menge, die fehlen. Ich glaube, Brüssel fehlt sogar noch. Wo das ja eigentlich eine gute Lage hat. Der kriegt man bloß irgendwie nie so eine gute Fahrt hin. Vielleicht doch eine doofe Lage. Hier vom Straßennetz her gesehen. Oder ich habe es immer verschlafen, wenn irgendwo mal Brüssel stand. Naja. Irgendwie, wenn es regnet, sinkt meine Motivation zu reden. Da wird mir auch nichts wirklich einfallen. Das ist ein bisschen schade. Vor allem, weil es so oft regnet. Wenn ich nicht gerade ein Thema habe, über das ich reden kann, dann... Naja. Ich habe ja im letzten Part schon ein bisschen so angeschnitten, welche Spiele so im Januar erscheinen. Jetzt können wir ein bisschen weiter ins Jahr reingucken. Sonst, es gibt da so zwei Spiele, auf die ich mich dieses Jahr besonders freue. Nächstes Jahr besonders freue. Eins ist GTA 5 und das andere ist SimCity 5. Beides mit einer 5. Ist irgendwie auch komisch. Naja. Das letzte Spiel mit einer 5, was ich gesagt habe, hat mich nicht so begeistert. Das war The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wenn ich jetzt nicht irgendeins total vergessen habe mit einer 5. Nee,
Civilization 5. Das war gar nicht so schlecht. Ist gar nicht so schlecht. War, kann man ja nicht sagen. So. Was machen wir denn jetzt noch? Achso, ja, so SimCity. Wegen der Multiplayer-Option, über die ich mich ja schon mal ausgelassen habe in irgendeinem Part. Ich habe keine Ahnung, in welchem, bitte fragt nicht. Ich null Ahnung. Das muss man nur gut umsetzen. Bis jetzt sieht es so aus, als wäre es nicht ganz so gut umgesetzt. Muss ich leider so sagen. Da muss Maxi sich noch ein bisschen anstrengen. Das sind die Entwickler von die das Sims-Universum erschaffen haben. Und SimCity ist ja auch eins der wenigsten Spiele, was nicht für die Konsolen erscheint, sondern nur für den PC. Eine Konsolenportierung könnte ich mir auch ziemlich schwer vorstellen für dieses Spiel, aber nicht unmöglich. Ah, das ist gut, dass wenigstens die noch sagen, nee, das gibt's nur für den PC, nicht für die Xbox, nicht für die PS3 oder PlayStation 4 oder Xbox 720, wie die neuen ja heißen. Hätte ich ja vorhin sagen müssen, Xbox 360. Drehen sich ja immer einmal im Kreis, mehr machen die ja gar nicht. Xbox, Xbox 360, 720. Das haben wir beim nächsten Mal wieder nur 360 Grad raufrechnen. Dann weiß man schon, wie die heißt. Das, der PlayStation-Name irgendwie ein bisschen einfallsreicher. Also aus meiner Sicht. Kann ja jeder anders sehen. Wenn man hochzählt, 1, 2, 3, 4, anstatt dass man sich immer im Kreis dreht, ist für mich logischer. Es schließt sich... Mein Gott, jetzt geben die auf einmal Gas. Idioten. Ich den auch umsonst geschnitten, der hinter mir fuhr. Ist da einer oder ist das ein Regentropfen? Ich hab keine Ahnung. Nee, da ist wirklich einer. Okay. Ich war mir nicht sicher. Oh, ich sehe schon unseren Punkt, wo wir anhalten müssen. Und GTA 5 einfach, weil es wieder das San Andreas-Feeling zurückbringen soll. Und yay, geil. Des Weiteren kommen auch noch Spiele wie Metro Last Light. Ah, ist auch nicht schlecht. Ich habe zum Metro 2033 erst das Buch gelesen und dann das Spiel gespielt. Ja, ich lese Bücher. Kommt ab und zu mal vor. Nicht so oft, aber manchmal schon. Und wenn man das Buch vorher gelesen hat, hat das Spiel irgendwie so eine ganz besondere Atmosphäre. Also wenn ihr Bücher nicht verschmäht und das gerne mal spielen würdet, lest erst das Buch. Also da kann man sich irgendwie viel mehr da reinversetzen und man sieht dann viel mehr, mit welcher Genauigkeit sie dieses Spiel entwickelt haben. Ich glaube, das Entwicklerstudio, was das gemacht hat, kommt aus der Ukraine. Ich bin mir aber nicht sicher. Des Weiteren kommt auch sowas vielleicht wie Stalker 2. Da würde ich auch gerne mal reingucken. Das erste Stalker habe ich nie gespielt, habe dazu aber viele Videos gesehen und ich fand es überragend. Also so ein Spiel. Da würde ich mal sagen, Stalker 2, du kannst kommen. Da gab es ja ein paar Geldprobleme in diesem Spiel. Ich glaube, das Entwicklerstudio ist pleite gegangen oder so war das. Den Publisher weiß ich jetzt gar nicht. Wenn der Publisher THQ ist, na dann sieht es gar nicht gut aus. Aber sie wollten das noch, glaube ich, fertig machen. Stalker ist so postapokalyptische Welt überleben. Das ist so wie DayZ, bloß im Einzelspieler mit Händlern und allem. Das, was WarZ werden wollte für den Multiplayer. Vielleicht auch noch wird. Das
kommt ja auch in die Vollversion. Genau, so wie Arma 3 und die Standalone-Variante. Die sollte eigentlich schon zu Weihnachten kommen. Irgendwie ist die Framerate gerade total beschissen. Keine Ahnung wieso. Wieder mal der typische Framerate-Bruch aus irgendeinem Grund total idiotisch, weil kein Grund. Also Standalone-Variante soll ja eigentlich schon zu Weihnachten kommen, wurde verschoben, kommt also 2013. Was kommt denn noch für so ein Spiel? Was fällt mir denn da noch so ein? Vergesst jetzt bestimmt irgendwas Riesiges. So ein Jahrhundertspiel oder so. Schwierige Frage. Mein Gehirn ist gerade leer. Gute 14.000 haben wir gekriegt. Dafür, dass wir jetzt nicht ganz so weit gefahren sind. Schöner Preis. Nee, ich will keinen Auftrag machen. Ich wollte eigentlich mal in die Werkstatt fahren. Wir haben noch Zeit. Da kann ich nochmal schön schnell machen. Ich glaube, es gab auch einen neuen Motor. Könnten wir mal schauen, ob wir uns ein Upgrade gönnen. Du bist mir ein bisschen zu langsam mit deinem DAF. Tut mir leid. Ein bisschen weit abgebremst, so ist besser. Natürlich, die Ampel ist rot, was noch sonst? Oh, achso, ja, ich bin ja, ich bremse ja mit dir ein bisschen schneller. Ich bin andere Trucks gewohnt. Das Ding hat ja Bremsen, wie, was weiß ich, als wenn auf einmal ein Fallschirm hinten aufgeht. Ein Bremsfallschirm. Ich weiß ganz ehrlich, kein einziges Spiel 2013, was da so groß rauskommt. Das finde ich jetzt gerade scheiße, was mir nichts einfällt. Crysis 3 von Crytek. Deutsches Spiel. Erstmal im eigenen Land anfangen. 4900. Da geht er noch. So, Ausrüstung. Ja, den haben wir über 600 PS. Kostet uns 10.000. Wisst ihr was? Kaufen wir einfach. Sonst... Nein. Geh weg. Ich verliere nachher nur meine Farbe. Ich wollte dich gar nicht anklicken. Hier gibt's was Neues. Könnte ich hier so ein Ding ranbauen? Passt irgendwie nicht. Auch wenn ihr jetzt sagt, ey, das sieht hammergeil aus. Ich finde, das passt nicht. Und das ist mein Truck. Ich finde ja auch, wenn man hier ein bisschen verändern würde, würde das perfekt passen. Dann müsste man den Truck aber komplett ummodellieren. Wurde doch irgendwann mal gesagt, ich soll so ein Ding rausbauen, aber die sehen so scheiße aus. Wie so einen fetten Dragonfly, Lampenbügeln, alles vollhauen. Nö, will ich nicht. Also es gibt's auch nichts, ne? Majestic Spezial. Boah, sieht jetzt nicht so überragend aus. Bleiben wir mal bei Deep Silver. Ja, ich lasse meinen Truck so, ich hau nur den neuen Motor rein. Ja, kostet uns 10.000. Plus die Reparatur. Haben wir zwar heute keinen großen Gewinn gemacht.
dafür unseren Truck ein bisschen aufgebessert, was ja auch ein schöner Gewinn ist. Packen wir hier neben dem Majestix ein, beziehungsweise Mercedes. Motor aus. Und das war eine Folge, in der ich nicht wirklich wusste, was ich sagen soll. Naja, lief nicht so perfekt. Aber egal. Leute, ich schlafe jetzt eine Runde. Wir sehen uns am letzten Tag des Jahres wieder, würde ich so sagen. Also, ciao.